So, wir haben einmal die Roxy, hallo. Hallo. Und die Melina. Hallo. Erzähl doch mal, was ihr hier so macht. Ihr seht ja auf jeden Fall schon mal sehr scharf aus, wenn man das so sagen darf. Vielen Dank. Ja, wir haben einen Stand oder beziehungsweise sind mit der Lieben Xenia am Stand von Sexsyndrom. Mhm. Und sie designt halt außergewöhnliche Kleidung, also Lederkleidung. Und da sind wir das erste Mal hier in Frankfurt. Und vorher wart ihr ja schon auf anderen Messen, oder? Wir waren einmal, ich vergesse es immer. Dortmund. Hm. Dortmund waren wir schon mal. Hm? Und ihr kennt euch oder habt ihr euch auf einen Aufruf beworben oder wie ist das gelaufen? Nee, wir kennen uns schon sehr gut. Wir waren letztes Jahr auch zusammen auf der Venus. Also da haben wir auch schon ihre Kleidung getragen. Und sie hilft uns, unterstützt uns auch immer bei so Shootings und so, weil es halt wirklich sehr außergewöhnlich ist und vor allen Dingen auch schick. Und individuell kann man es halt auch verstellen, dass jeder es eigentlich tragen kann. Also ob nun eine kleine Oberweite oder eine Größe, ja. Vielleicht mögt ihr mal was erzählen über das, was ihr gerade tragt. Moment, Achtung. Ich hänge hier ein bisschen mit dem Kabel. So, ja, ist auch ein bisschen gefährlich alles hier. So, genau, erzähl mal bitte. Ja, hier ein Rock und ja. Ein Kettenoberteil. Ja. Ja, sehr cool. Also sehr verspielt alles, ne? Und aber man kann halt sehr gut auch variieren, ne? Also ja. Man kann, weiß ich nicht, BH, Gürtel, dann halt hier. Aber du hast jetzt deinen eigenen BH darunter, ne? Also oder einen normalen BH. Halt. Könnte man halt nackt tragen oder frei oder halt. Ja, dann lustig. Aber für mich ist halt mit BH besser. Ja, klar, klar. Okay, cool. Und das, es ist ja auch ganz cool, so verspielt, so ein bisschen nicht so, wie soll ich sagen, so massiv, ne? Sondern ja. So ein bisschen in ja, die Federn. Ja. Das sind Flügel. Ah, zeig mal von hinten. Extra Teile, ne? Das sind alles extra Teile. Also ja. Die Flügel sind halt extra, der BH ist extra. Ah, man kann sich das dann so zusammenstellen. Genau, genau, es gibt ganz viele verschiedene Kombinationen. Jeder, der eine mag es halt verspielter, dann hat sie was mit Schmetterlingen, der andere etwas wilder oder dominanter. Das ist halt jedem selbst überlassen und wirklich jedes Teil ist miteinander kombinierbar. Aus wie vielen Teilen besteht denn jetzt das, was du trägst? Das ist eins, der Rock, sage ich jetzt mal, ist eins und die Flügel, also drei Stück. Ach so, ein Halsband habe ich auch noch, vier. Also man merkt es irgendwann auch gar nicht mehr, ne? Also ja. Wir wurden heute auf der Messe auch schon gefragt, oh, es ist unbequem, schwer. Also es ist total schön und angenehm und ja, wir lieben die Sachen. Ja, sehr schön. Und wie viele Teile hast du dann? Ich habe zwei nur an. Ach krass. Ja, bei mir geht's noch. Alles okay. Verknüpft. Ja, ja. Wie lange dauert das, bis man das anhat? Also das war relativ kompliziert. Ich glaube, da haben wir 5 Minuten. Ja, wir schon ein bisschen länger, aber bei ihr ging es schneller. Ja, genau. Und sie hat auch andere Sachen auch zum Beispiel noch, weil manche mögen ja jetzt nicht unbedingt so freizügig rumlaufen, sondern die kombinieren das dann mit einem Kleid. Also die hätten dann zum Beispiel so wie du und dann ziehen sie einfach was drüber. Da gibt es zum Beispiel so eine Feder, die dann halt nur so vorne rüber geht. Also es gibt... Ich glaube, ich komme mal gleich mal vorbei. Ist das meiste schwarz oder? Sie hat... Ja, eigentlich nur schwarz. Also sie hat jetzt noch eine Maske in Rot, aber die Kleidung an sich ist schwarz. Okay. Das ist ja cool. Und darf ich fragen, was das so kosten würde, wenn man jetzt sich wie du das komplett kaufen würde? Dadurch, dass wir ja nur die Kleidung tragen, kennen wir uns mit den Preisen jetzt nicht so aus. Also da müsstest du dann wirklich am Stand nochmal oder auf der Internetseite gucken. Ja, ja. Alles klar. Okay, nee, ich dachte nur, du wüsstest das vielleicht, weil es ja manchmal ganz interessant ist. Und wie passt es zusammen, dass man jetzt auf einer Tattoo-Messe ist? Ich meine, ihr seid beide sehr schön auch tätowiert. Aber findet ihr immer noch, dass das hat so ein bisschen was miteinander zu tun? Leder und Tattoos und... Also ich finde an sich halt einfach die Kleidung schön, weil sie halt auch... Sie zeigt nicht alles, aber es ist schon freizügig. Ne? Aber man kann trotzdem irgendwo gewisse Stellen, die man halt nicht so zeigen möchte, kann man halt gut verdecken. Und dadurch finde ich es halt schön und passt halt gut. Ja. Und darf ich euch was ein bisschen zu euren Tattoos auch fragen? Ich sehe bei beiden Rosen. Rosen. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren? Ich glaube, mein erstes hatte ich mit 22. Und seitdem immer jedes Jahr eins oder zwei? Nee, also ich bin jetzt 31. Ich habe, glaube ich, eine große Pause gehabt zwischendurch und habe dann mit 26 und ab da an habe ich dann durchgängig angefangen. Ja. Lasst ihr euch hier auch tätowieren? Ich habe mich hier nicht tätowieren lassen, also noch nicht, aber ich habe mich auf der Venus 8 Stunden mal tätowieren lassen. Auf der Venus sind auch Tätowierer? Da waren letztes Jahr das erste Mal auch Tätowierer, also Klassik-Tattoo war da, ne? Und da hat mich Hassan tätowiert. 8 Stunden, ich habe tapfer durchgehalten, aber er ist auch ganz, ganz toll. Ja, ja, ich glaube, diese Messen mischen sich auch immer mehr, ne? Wenn bei der Venus schon Tätowierer sind und dann gibt es ja auch so teilweise Street-Style-Messen, wo es Schuhe gibt und Tätowierer, ja, ne? Mega. Dadurch, dass es immer mehr einfach ein Lifestyle wird oder ne, zum Lifestyle ganz normal dazugehört und die Tätowierten nicht
mehr so unter sich sind. Jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt, wann du angefangen hast mit Tattoos. Ich mit 21. Und da hatte ich einen Schriftzug, den ich mir machen lassen habe. Also bei mir hat jedes Tattoo immer irgendeine Bedeutung und meist mit meiner Familie zu tun. Und ja, und der Schriftzug ist mir halt wichtig gewesen und das war mein allererstes. Naja, und dann einmal angefangen und dann hat es halt nicht aufhören. Nicht mehr aufgehört. Und ja, wichtig ist halt, dass es ein guter Tätowierer ist, meiner Meinung nach, und dass eine Story dahinter ist. Ja. Wie viele Mädels habt ihr denn am Stand? Sind das hauptsächlich ihr zwei oder sind da noch mehr zu sehen? Wir zwei und die Designerin, also drei Stück insgesamt. Hat die auch Tattoos? Nein, sie hat keins. Also doch, sie hat heute gesagt, sie hat tätowierte Augenbrauen. Sie hat auch ein Tattoo. Sie hat auch tätowiert. Ja. Ja. Ja, ist sie ja quasi, ja. Ne? Wo seid ihr dieses Jahr noch? Auf welchen Conventions? Weißt du es schon? Bisher auf jeden Fall auf der Venus. Da sind wir eigentlich jedes Jahr. Und ansonsten halt spontan. Ne? Wir machen auch ab und an mit Daniel Krause was zusammen. Also der ist ja immer sehr spontan und sagt, Mensch, habt ihr nächste Woche Zeit? Und dann, ja, wir versuchen... ja, auf mehreren Tattoo-Messen vielleicht jetzt auch in Zukunft zu sein. Mal schauen. Ja, sehr schön. Dortmund auch? Wie? Dortmund auch wieder? Mal gucken. Vielleicht sehen wir uns ja dann nochmal. Ja. Wollt ihr noch was Bestimmtes von euch aus erzählen, was ich noch nicht gefragt habe, was ich vergessen habe? Oder habe ich gut gefragt und wir sind fertig? Nein, eigentlich. Ich glaube, es ist alles gesagt. Also wenn euch noch was einfällt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, man kann ja hier noch recht viel fragen. Seid ihr Single zum Beispiel? Das frage ich jetzt nicht. Das könnt ihr fragen. So, und dann erstmal vielen Dank fürs Interview. Ich knuggel euch nochmal. Danke.